Hi und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ich hatte dieses Video bereits angekündigt und in diesem Video werde ich über eine Betrügerin reden, dessen Namen ich natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erwähnen werde, also weder ihren Vor- und Nachnamen. Ja, einmal, also so viel dazu. Ich werde nur sagen, was diese Person mit mir gemacht hat innerhalb 2 Monate, wo wir vermeintlich zusammen waren, also wo ich ihre Affäre war. Ja, das war am 16. Dezember. Da ist sie zu mir nach Hause, also zu meinen Eltern gekommen, hat sich vorgestellt, war ganz wie in eine perfekte Frau, also vom Charakter her jedenfalls. Hat so mitgeholfen und hast nicht gesehen, also so einiges halt gemacht. Wollte halt keinen schlechten Eindruck hinterlassen, was ich auch gut verstehen konnte. Ich hatte gedacht, sie wäre nervös, aber irgendwie wirkte sie das nicht. Also irgendwie habe ich da nichts Nervöses bei ihr gesehen. Als hätte sie das schon mehrmals gemacht. Und jetzt kommen wir auch zum Punkt. An dem Tag haben wir muslimisch geheiratet, weil, ne, ich bin Moslem und ich darf keine Beziehung führen, ohne halt wenigstens eine muslimische Ehe zu führen. Eine muslimische Ehe ist keine offizielle Ehe, wo man das im Standesamt einträgt, sondern das ist einfach nur ein Erlaubnis von unserem Gott, dass ich halt die Frau vor mir berühren darf und so weiter und so fort. Ja, dann hatten wir das dann auch in einer Moschee gemacht und ja, dann ging es auch ab zum Hotel. Natürlich, was macht man im Hotel, wenn man gerade frisch geheiratet hat, ne? Man ist sich näher. So. Das war auch schon direkt der Tag, wo ich mich komisch gefühlt habe, weil sie hatte, als wir beide zusammen im Bett lagen, mit ihrer Stirn an meiner, also mit ihrem Finger an meiner Stirn irgendwas gekritzelt und ich wusste, also erstmal habe ich natürlich mir nichts dabei gedacht. Vielleicht wollte sie mich liebkosen oder so, oder keine Ahnung. Ich habe mir da jetzt erstmal in dem Moment keine Gedanken gemacht, bis sie dann so einfach spontan, als wäre es das Normalste auf der Welt, gesagt hat, dass sie ein Pentagramm an meine Stirn gemalt hat. Also jetzt nicht mit Farbe oder so, sondern einfach nur mit dem Finger. Dieses Zeichen an meine Stirn gezeichnet. Ja, und ich war natürlich perplex, so, warum macht sie das? Ich habe ihr doch nichts getan. Ich dachte, sie liebt mich und ich liebe sie. Aber es war schon sehr, sehr komisch, weil ich wollte nichts mit Satanismus und so zu tun haben, weil ich bin Moslem, ist ja klar. Und sie ist sogar für mich, damit wir heiraten konnten, konvertiert. Jedenfalls dachte ich das. Hatte sogar ein Kopftuch an. Aber ich glaube, das hat sie nur gemacht, um es ins Lächerliche zu ziehen. Sie hatte auch die Schahada aufgesprochen. Aber man muss das ja vom Herzen aussprechen, damit das halt gültig ist und ich glaube nicht, dass sie das vom Herzen gemacht hat. Sie hat dann noch angefangen, den Koran zu lesen, vielleicht um mich zu beeindrucken oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, so viel dazu. An den Tagen danach habe ich nämlich durchgehend nur Albträume gehabt. Also ich habe zum einen geträumt, wie der Teufel mit dem Fahrrad. Wir beide fuhren Fahrrad, hinter mir herfuhr und so versuchte mich zu greifen. Ich habe versucht, dem Teufel zu entkommen. Und gerade wo der mich an der Schulter so packen wollte, bin ich aufgewacht. Dann hatte ich noch einen anderen Traum, wo sie mir über Discord geschrieben hat,
Das waren aber keine normalen Sätze, das waren irgendwelche kryptischen Wörter, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Ich kann es jetzt auch nicht zitieren, weil die waren halt wirklich, also sie haben halt keinen Sinn ergeben. Und auch das hat mich zum Nachdenken gebracht. So, ich meine, warum träume ich denn jetzt auf einmal sowas? Und also ich glaube, dass sie mich in dem Sinne verflucht hat. Kann jeder sich selber entscheiden, ob es sowas gibt, aber für mich, nachdem ich das erlebt habe, glaube ich schon daran, dass man verflucht werden kann. Und Dinge, also dass Dinge auch anders werden. Also ich habe zum Beispiel direkt, nachdem sie das mit dem Pentagramm an meine Stirn gezeichnet hat, einfach abrupt aufgehört zu beten, und als ich beten wollte, hatte ich dann so ein Ekelgefühl und konnte es nicht mehr so richtig machen. Sie hat nämlich immer davon gefaselt, wie schön ist Magie, ich liebe Magie, und dass sie auch Hexen sehr gerne mag, deswegen auch das Wort Hexe in ihrem Discord-Namen hat. Den ganzen Discord-Namen werde ich natürlich auch nicht erwähnen. Auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Einige, die mich kennen, werden wahrscheinlich wissen, wer gemeint ist, aber falls ihr wisst, wen ich meine, bitte unterlasst es. Lasst sie in Ruhe. Es geht nur darum, Dampf abzulassen in dem Video. Ich möchte niemanden auf jemanden hetzen, das ist nicht richtig. Also bitte unterlasst das. Ja. Dann kam, also an einem Tag, also schrieb mich eine Person an, dessen Namen ich auch nicht erwähnen werde, weil ich will auch nicht, dass man ihn irgendwie blöd anmacht. Er wollte wissen, was ich mit ihr mache. So, dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin ihr Mann, ich habe sie geheiratet am 16. Dezember. Und ja, dann sagte er so, das kann nicht sein, ich bin ihr Partner, wir sind zusammen seit über einem Jahr. Und dann wollte ich halt Beweise haben, dass das stimmt, was er sagt oder nicht. Dann hat er mich angerufen, hat Chatverläufe gezeigt und auch die Bilder, die sie mir geschickt hat, hat sie ihm auch geschickt. Dann hat er mir noch erzählt, also natürlich, dass er war sehr traurig und fertig, ne? Also ist ja klar, wenn jemand mit ihr zusammen ist, dann hinter seinem Rücken noch mit jemand anderem wie mir zusammen ist, fühlt man sich verarscht und das Vertrauen beraubt. So, dann erzählte er mir, dass sie sogar noch mit jemand anderen sowas abgezogen hat, der andere aber den Kontakt zu ihr abgebrochen hat, und ja, also nachdem das rauskam. Und dann erzählte er mir, dass er Tausende von Euros an sie überwiesen hat, 4.000, 5.000 Euros. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits mein Handy ihr geschenkt, weil ich ein neues Handy geholt habe und ich wollte, dass sie auch ein iPhone hat, sodass wir einen Partnerlook haben. Das hatte ich dann, ja, hatte ich ihr dann geschenkt. Und ja, das ist nicht lange her, also nicht allzu lange her, hat sie das Handy leider auch schon verkauft, obwohl ich nicht wollte, dass sie es verkauft. Ja, also so viel dazu. Ich wurde zum einen für Sex ausgenutzt und ausgebeutet von einer Person, die was mit Magie zu tun hat. In unserem Glauben, also in Islam, gibt es nur schwarze Magie und das wird meistens nur angewendet, um Menschen zu schaden. Es gibt keine positive Magie oder so. Das ist alles Humbug.
Selbst wenn man könnte theoretisch schwarze Magie für positive Zwecke nutzen, aber auch das wäre im Großen und Ganzen immer noch negativ. Ja, damit man einfach mal versteht, in welchem Ausmaß das Ganze für mich war. Ich hätte sie anzeigen können, also ich habe versucht, sie anzuzeigen, aber die Polizistin sagte, dass das kein Anzeigegrund ist. Also das Lügen und Betrügen. Betrügen nicht, also sie hat ja nur gelogen, dass sie halt Single sei und so weiter und so fort. Und Schenkungen, also weil ich ihr ja das Handy geschenkt hatte, konnte sie ja machen, was sie will mit dem Handy. Deswegen konnte ich sie nicht anzeigen. Deswegen habe ich die Anzeige auch zurückgezogen. Aber theoretisch könnte der Mann, der mich angeschrieben hat, um mich vor ihr zu warnen, sie anzeigen. Einfach aus dem Grund, weil sie ihn immer noch ausbeutet. Ich weiß nicht, warum er so große Mengen Geld an sie übersendet. Da wird wahrscheinlich ein tiefgründigeres Grund sein, warum man das macht. Aber ja. Also ich rate euch auf jeden Fall davon ab, solltet ihr eine Person kennenlernen, die dieses Zahlen 666 im Namen hat, oder Magie oder Hexe im Namen hat, bleibt von dieser Person fern. Sie ist nichts Gutes. Sie tut auf Schein heilig, sie gibt auch nicht ihre Fehler zu. Sie gibt auch nicht zu, dass, ne, dass der Partner von ihr und ne, ich. Und dann kam noch raus, dass sie verheiratet ist. Das ist noch der Burner. Also der Typ in ihrer Wohnung, mit dem sie zusammenlebt. Sie hat immer das so dargestellt, dass es nur ein Mitbewohner ist. Und so ein paar Tage, ich glaube eine Woche oder so danach, sagte sie selber, das sei eine echte Ehe. Ich erstmal total perplex, so what the fuck? Dann sagte sie, sie wusste nicht, dass sie geheiratet haben. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass man nicht weiß, dass man heiratet? Man unterschreibt bestimmte Dokumente und man wird gefragt, ob das wirklich eure Absicht ist, jetzt zu heiraten. Und ihr sollt nicht gewusst haben, warum ihr geheiratet habt. Und seit über 2000, also 2017 habt ihr geheiratet und seid bis jetzt immer noch verheiratet. Hätte man dann wenigstens nicht versucht, sich zu scheiden, aber okay. Also ich kauf der Person das nicht ab. Sie will einfach nur scheinheilig sein. Sie will gar nicht zugeben, dass sie charakterlich und äußerlich sowieso, also sie sieht halt wirklich aus wie eine Hexe. Naja, warum muss ich dazu nicht sagen? Ich verstehe auch nicht, wie ich mich in die verlieben konnte. Dass sie charakterlich einfach nur Schmutz ist. Also sowas von dreckig, dass ich es nicht fassen kann, dass so eine Person überhaupt existiert. Aber ja, da so viel soll es zu dieser Affäre mit ihr gewesen sein. Ich wollte auch mit dem Thema abschließen. Also zum Glück war ich nicht in sie so sehr verliebt, dass ich blind vor Liebe gehandelt habe und ihr immer noch Glauben schenken wollte. Das habe ich zum Glück nicht. Da müsste ich schon krass verliebt sein. Und das war ich nicht. Die Gefühle waren auch schon eigentlich direkt weg, nachdem sie sagte, sie sei verheiratet. Und als dann das mit dem Partner, also auch, ich weiß nicht, ob das eine Beziehung ist, was sie da hat mit dem Typen, oder ob der Typ einfach auch nur eine Affäre ist, war alles weg. So. Das Einzige, was ich verspüre, ist nicht mal mehr Hass, es ist mehr so Abscheu.
verabscheue diese Person, weil sie schadet mehreren multiplen Männern und sie hat davor auch noch heuchlerisch gesagt, dass ihr Ex ein Doppelleben geführt hat und Kinder von ihr wollte und jetzt macht sie das mit mir, mit dem Typen. Ne? Vermutlich führt sie eine offene Ehe oder so mit diesem Typen, mit dem sie zusammenlebt. Und dem ist es dann auch dementsprechend scheißegal. Ja, das Video soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute. Passt auf euch auf. Ciao.